Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Symptom der Politik der Einheitsmeinungsparteien ist, dass sie über jedes selbstverschuldete Problem ein beschönigendes, wohlklingendes Wort kleben, nur um die eigentlichen Tatsachen zu verschleiern. So wurde aus Sonderschulden das Wort Sondervermögen, aus verfassungswidrigen Grundrechtseinschränkungen und Zwangsmaßnahmen wurde Gesundheitsschutz. Die Zerstörung unseres industriellen Fundaments nennt sich Klimaschutz und die Masseninvasion in die Sozialsysteme heißt Fachkräftezuwanderung. Genauso verhält es sich auch mit dem Finanzkraftausgleich, der eigentlich ein Finanzschwächeausgleich ist. Denn in der Regel müssen Sie Finanzkraft ja nicht ausgleichen, Finanzschwäche dagegen schon. Diese Finanzschwäche anderer Bundesländer ist nun aber ausgerechnet von den hier im Hohen Hause anwesenden Parteien CSU, SPD, Grüne, FDP wesentlich mitverschuldet worden. Denn trotz ihrer den Bürgern enteignenden Steuerpolitik auf Bundesebene mit den höchsten Steuer- und Abgabensätzen der Welt konnten einige Bundesländer nicht zum eigenständigen finanziellen Erfolg führen. Die verfehlte Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik der Merkel-Partei CSU wird dabei nur noch von der Deindustrialisierungspolitik der Ampel getoppt. Wie auch immer Sie Ihre Umverteilungsmaßnahmen auch nennen, ob Länderfinanzausgleich oder Finanzkraftausgleich, der bayerische Steuerzahler weiß, dass er genauso abgezockt und um sein sauer verdientes Geld gebracht wird wie bisher. Der Finanzausgleich schwächt die Haushaltsdisziplin der Empfänger und demoralisiert die Steuerzahler der Geberländer. Mehr Wettbewerb hat auch schon immer zu mehr Wohlstand geführt, im privaten genauso wie im öffentlichen Bereich. Dass die geschätzten Damen und Herren von der CSU jetzt versuchen, mit dem Länderfinanzausgleich Wahlkampf zu machen, entbehrt sich nicht einer tragischen Komik. Denn die Bürger erinnern sich, und wir werden sie auch immer daran erinnern, der Länderfinanzausgleich wurde von der CSU selbst ausgehandelt. Sie missbrauchen den Rechtsstaat für ein billiges, durchschaubares und geradezu verzweifelt wirkendes Wahlkampfmanöver, weil Sie, und jetzt passen Sie gut auf, weil Sie zu feige sind, die wirklichen epochalen Probleme Bayerns zu thematisieren. Die Masseneinwanderung nach Deutschland durch Millionen Asylforderer. Die grüne Industrievernichtung unter aktiver Beteiligung der Wetterretter von der CSU. Den Wirtschaftsniedergang durch Unternehmens- und Leistungsträger, Abwanderung und Rezession. Die Erosion von Bildung und Rechtsstaat, sowie die Enteignung unserer Menschen durch die höchsten von der EZB hausgemachten Inflation, der höchsten seit mehr als einem halben Jahrhundert. Diese katastrophalen Probleme, die unsere Bürger schwer belasten, die haben Sie verursacht oder zumindest mitverursacht. Das größte Problem Bayerns heißt also nicht Finanzkraftausgleich und schon gar nicht Klimawandel, sondern es heißt christlich-soziale Söder-Union, an der nebenbei bemerkt nichts mehr christlich oder gar sozial ist. Und weil diese Partei ihr eigenes Versagen nicht zum Wahlkampfthema machen kann, haben sich die Filzexperten des Söderschen Maskenladens händeringend ein schönes populistisches Ersatzthema gesucht und den Finanzkraftausgleich entdeckt. Dieser sei ungerecht und Bayern zahle zu viel. Ich sage jetzt mal einen Satz, den Sie nicht so oft von mir hören, da hat die CSU recht. Und niemand weiß es besser, wie ungerecht und teuer dieser Finanzschwächeausgleich ist, als Sie von der CSU. Sie haben ihn 2016 selbst federführend ausgehandelt und mitgetragen. Voll verantwortlich war und ist der damalige Finanzminister, ein gewisser Markus Söder, der leider jetzt schon wieder abwesend ist. Die damalige Neuordnung des alten Länderfinanzausgleiches trägt durch und durch Söders Handschrift. Seehofer, Söder und Konsorten haben sich von ihrer Hauspresse dafür feiern lassen und dem Bürger vorgelogen, dass Bayern künftig Milliarden sparen würde. Die CSU hat sich damit selbst vor vielen Jahren eine Falle gestellt, in die sie nun medienwirksam hineintritt und sich lauthals darüber beklagt. Und dann kommen Sie um die Ecke und wedeln mit einer neuerlichen Klage gegen den Finanzkraftausgleich. Also, meine Damen und Herren, wie blöd halten Sie eigentlich unsere bayerischen Bürgerinnen und Bürger? Die Klage ist das gleiche hilflose Manöver wie vor 10 Jahren im Wahljahr 2013, nur diesmal eben ohne Beteiligung von Hessen.
Es wird medienwirksam über die selbst angerichtete Ungerechtigkeit lamentiert und dann Klage eingereicht. Die herbeikonstruierte Grundlage für diese Klage kennt bisher nur die CSU. Mitstreiter für die Klage finden sich keine. Und zwar auch deshalb, weil alle anderen Länder wissen, dass die CSU pünktlich zum Wahlkampf das altbekannte Thema hervorholt und die Klage nach gelaufener Wahl ohnehin wieder zurückzieht. Der Höhepunkt ihrer Finte ist aber, dass sie sich lautstark über die Mittelverwendung anderer Bundesländer beklagen, während sie selbst Mittel im großen Stil verschwenden und mit Steuergeldern herumprassen, als gäbe es keinen Morgen. Milliarden über Milliarden für illegale Grenzübertreter und Asylleistungsbeanspruchungen. Für einen Rohrkrepierer namens Hightech-Agenda und für den sogenannten Klimaschutz. Vieles davon wurde mit zweckentfremdenden Kreditermächtigungen aus dem Sonderfonds Corona-Pandemie mitfinanziert und somit Bayerns Bürger durch noch mehr Schulden belastet. Meine Damen und Herren von der CSU, kehren Sie doch erstmal vor Ihrer eigenen Haustür, machen Sie Ihre eigenen Hausaufgaben. Die Zahl der illegalen Ausländer steigt seit 2022 wieder stark an. Die bayerischen Kommunen sind hilflos überfordert und finanziell überlastet. Die wirtschaftlichen Verwerfungen und die Rezession in Bayern liegen in ihrer grünen Industrie- und Energiepolitik vom Atomkraftausstieg bis hin zur Elektromobilität begründet. Meine Damen und Herren, es geht bergab und das rasant. Doch ich verspreche Ihnen eins. Bei all dem wird dem Wähler so klar wie nie zuvor, Ihr billiges Wahlkampfmanöver ist eine Verzweiflungstat. Sie alle, wie Sie hier sitzen, Sie sind bereits politisch bankrott. Die CSU ist zu feige, die Wahrheit auszusprechen und rudert nun hilflos mit den Armen, um nicht aus einem Meer aus selbstverschuldeten Problemen unterzugehen. Sie hat sich selbst von dem bürgerlichen bayerischen Vernunftpartei eines Franz Josef Strauß zu einem woken Mitläuferverein des woken des linken Zeitgeists gemacht. Heute ist Söder der Faschingskommandant auf dem Narrenschiff. Die Söder-CSU ist der Bock im Gärtnergewand. Frau Kollegin, es geht heute um den Länderfinanzausgleich. Die wahre bayerische Vernunftpartei heißt heute Alternative für Deutschland. Und das werden Ihnen die Wähler am 8. Oktober auch deutlich machen. Vielen Dank.